Hi, Krati hier. Vorweg, ich werde euch im Laufe dieses Videos einen Zusammenschnitt der wohl heftigsten Radikalisierung zeigen, die ich jemals auf YouTube gesehen habe. Und ich bin mir ehrlich gesagt sogar unsicher, inwiefern da justiziable Aussagen dabei sind. Und das meine ich übrigens mit keiner einzigen Silbe satirisch. Und das, obwohl der gute Issam neulich im Rezo-Video unter anderem eine Begründung für eine lebenslange Haftstrafe aufgrund eines Gedichtes gesucht hat. Ein Dude wurde mal ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er auf YouTube ein kritisches Gedicht über den König vorgetragen hatte. Ein anderer... Ja, und da wissen wir jetzt gar nicht, was war in diesem Gedicht. Und was ist überhaupt in diese... Was war der Inhalt dieses Gedichtes? Oder beispielsweise Argumente für 600 Peitschenhiebe anbringen wollte. Geäußert hatte, wurde zu 7 Jahren Haft und 600 Peitschenhieben verurteilt. Also auch diese Sache, was hat er gesagt, was hat er gemacht? Genau das war das bei dem Moment. Aber ich denke, das, was wir uns später noch anschauen werden, wird den Murks toppen. Und ich halte es für wichtig, dass hier Gegenrede angebracht wird. Also, dranbleiben. Aber mal von Anfang an. In dem Video geht es ja um Radikalisierung. Eigentlich wollte ich erst auf den Podcast Grabenkampf reagieren. Das dann zu Themen wie, ja, Meinungsfreiheit oder Rechtsruck. Für die, die es nicht wissen, der Grabenkampf ist dieses freudige Ringelpiez mit Anfassen von Dekadent, dem radikalen Demokraten Sally und so. Ja, was auch immer. Und warum das den Grabenkampf heißt? Absolut keine Ahnung. Null inhaltliche Debatte oder Auseinandersetzung. Einzige Diskussion scheint es darüber zu geben, wer linker ist als der andere. Naja, und sowas führt dann halt auch automatisch zu einer selbstradikalisierenden Dynamik. Was ich schade finde, also auch insbesondere für deren eigene Zuschauer. Bei konservativen Creatern wird doch auch diskutiert und wäre das für deren Zuschauer nicht interessant? Naja, sei es drum. Lustig finde ich aber, dass gefühlt die einzige Metadiskussion, die da unterschwellig mitschwingt, dann zustande kommt, wenn es darum geht, den einen Typen von Bleilo oder jetzt Klupert Finz auf Linie zu bringen. Ja, da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie Paul das eigentlich sieht, ob ihm Frauen egal sind oder warum er nie gendert. Was? Ich versuche so viel inklusive Sprache wie möglich zu verwenden. Ich sag zum Beispiel auch Zuschauer ist das Zuschauer. Und ich glaube halt, dass die auch überhaupt keinen Bock auf Meinungsaustausch haben. Oder genau diesen Meinungsaustausch sogar bewusst verhindern. Denn will man nicht gerade dann diskutieren, wenn man der Meinung ist, gute oder bessere Argumente und Quellen zu haben? Aber scheint, als wenn das bei denen nicht gewollt ist. Erst recht nicht außerhalb ihrer eigenen Bubble. Bestes Beispiel eventuell das damalige Gespräch zwischen Dekadent und Holger von Massengeschmack TV. Wie kann man bitte seinen Mitdiskutanten stumm schalten, wenn dieser ein Gespräch auf Augenhöhe haben möchte? Was ist denn in dem letzten Jahr eigentlich mit dir passiert, dass du plötzlich so ein woker Mensch bist? Ich habe Videos von dir gesehen von Januar 2020, ich dachte, ich fall vom Hocker, wie ich das gehört habe. Sowas hätte ich nie im Leben von mir gegeben, was du da gesagt hast. Das Problem ist, ich habe damals, erstmal beantworte ich die Frage jetzt nicht, das ist ein Interview, das ich führe, und du stellst mir keine Fragen, aber ich reiche dir auch Fragen. Nein, du stellst Scheiße, das ist ein Interview. Wir sprechen hier miteinander. Nee, ist ein Interview von mir. Ist ein kritisches Interview von mir zu deiner Person. Wenn du das alles gerne gehen. Also ich will auch Fragen zurück, wenn du nein, tust du nicht. Was Januar 2020 hast du von Remanzipation gesprochen. So, jetzt zeige ich dir ganz klar, warum du keine Fragen stellst. Ich mute dich einfach, wenn du. Ich denke, dass das alles aussagt. Und es wird auch kein Zufall sein, dass der radikale Demokrat einen Rückzieher von einem Gespräch mit Holger gemacht hat, obwohl Massengeschmack TV absolut reichweitenstark ist. Was sich ja insbesondere für Dara, also aka den radikalen Demokraten, auch gelohnt hätte. Denn Dara hat ja jedenfalls auf YouTube keinen großen Kanal. Aber da er jetzt bei Dekadent and Friends ist, ja, ging das wohl nicht mehr. Übrigens Hashtag meine Meinung, also spart euch die Strohmänner. Naja, jedenfalls kam ich dann von einem Grabenkampf-Video auf eine Reaction von Dekadent. Denn der hat sich zu einem Video von Leroy Wills Wissen geäußert. In dem Video waren dann ein Transmensch und ein AfD-Politiker zu Gast. Und was soll man dazu sagen? Dekadent war halt richtig getriggert von dem Video. Man hat direkt spüren können, welche Verachtung in diese Menschen steckt. Fernab von dem, was normal sein sollte. Das ist pure Radikalisierung. Hier habe ich Dekadent dann übrigens erstmal Hashtag mutmaßlich beim Flunkern erwischt. Also @Fans vom guten Karl, gefällt es euch, angeflunkert zu werden? Oder ist das schon okay, weil es der Ideologie dient? Also ich weiß nicht unter welcher Kategorie des Öffentlich-Rechtlichen das fallen soll, aber es hat mich einfach brutal schockiert, überhaupt. Ne? Ich habe davor noch nie eins von diesen Videos gesehen und ich werde es danach auch nicht mehr tun. Okay, also finde ich durchaus in Ordnung. Du hast jetzt laut deiner eigenen Aussage kein anderes Video von Leroy jemals gesehen. Also außer das jetzt, ne, mit dem Politiker und dem Transmenschen. Okay, dann wirst du wahrscheinlich auch kein weiteres anschauen. Verstanden, zwingt dich ja auch niemand. Und flunkern wirst du jetzt vor deinen Grabenkampffreunden noch bestimmt auch nicht, oder? Aber warte mal, was ist denn das für eine Aussage in deiner Reaction zu Leroy, die fast zeitgleich mit dem Grabenkampf-Video rausgekommen ist? 2 Tage Unterschied oder so.
ich habe ein heftiges fucking Problem mit Leroy als Gesamtkanal. Und ich habe noch nie ein Leroy-Video hier geguckt. Und das nicht nur, weil ich das, also nicht, weil ich das nicht interessant finde, sondern weil ich ein brutales Problem habe mit dem Kanal von Leroy. Der Grund dafür ist der folgende. Und ich will das kurz erklären, weil das, glaube ich, wichtig ist zu verstehen. Komisch. Danach erzählt Karl, warum der Kanal von Leroy aus seiner Sicht problematisch ist. Also jetzt ist er auf einmal Doktor in, weiß ich nicht, Leroy-Logie. Und das, obwohl er ja laut eigener Aussage kein einziges Video des Kanals jemals gesehen hat. Also ich als jahrelanger, treuer Fan von Karl, ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen verkackeiert. Und eins muss man Karl ja lassen, der macht das nicht doof, ne? Das wirkt alles vergleichsweise authentisch. Soll ich dir sagen, wann ich aufgehört habe, Leroy-Videos zu gucken? Ich kann dir sogar das genaue Video erklären. Naja, wenn man deinen Aussagen trauen kann, dann hast du nie eins außer das AfD-Trans-Ding gesehen. Also muss es ja das gewesen sein, oder Karl? Da hat er mit einem Pädokriminellen gesprochen, also einem pädophilen Straftäter. Und der pädophile Straftäter hat von seinen Straftaten gesprochen. Und Leroy hat das nicht vernünftig eingeordnet, hat es einfach unkommentiert, ungeschnitten ausgestrahlt. Okay, also zufällig ein Video, was du zu dem Zeitpunkt mit einmal drehen am Mausrad direkt oben erhaschen konntest. Ja, und ja, ich habe es wirklich ausprobiert mit dem Mausrad. Oder hatte da jemand aus deiner Community eventuell vorher noch ein paar Scheinargumente vorbereitet, Karl? Also quasi die Argumente vorher im Discord vorgescriptet. Authentisch, deine Zuschauer scheinen dir echt viel wert zu sein. Aber es gibt umso mehr Gute von ihm, finde ich. Okay, du findest das Video schwach, ich habe aber andere Beispiele, ne? Was ist mit dem Video, wo ein Fitnesscoach auf Steroiden versucht, seine Scheiße zu verkaufen und eine übergewichtige Frau bodyshamed? 30 Minuten. Was ist mit dem Video? Was ist mit dem Video, wo irgendein frauenfeindlicher Wichser sexistische, du musst dich in alle Löcher ficken lassen, Takes bringt und eine Frau, die sich entschieden hat, eben noch nicht Geschlechtsverkehr zu haben, zu diskreditieren? Was ist damit? Oh Mann, also auch zufällig wieder ein Video ganz oben, ja? Und dann noch zufälliger eins, wo dir das Thumbnail die Informationen gibt, die du brauchst. Und noch viel zufälliger, das vorletzte zu dem, was du zuerst genannt hast. Also, welches du ebenfalls gerade vor deiner Nase hast? Karl, ernsthaft, ist dir das nicht zu peinlich? Sorry, ich finde das halt echt hart lächerlich, ne? Wenn du dir, wie beim Grabenkampf ja selber erwähnt, nichts anderes von Leroy jemals angeschaut hast und einfach nur den AfD-Politiker aus der aktuellen Episode kacke findest, dann ist das doch vollkommen okay. Aber warum bitte so ein unfassbar schlechtes Konstrukt dabei aufbauen? Willst du Leroy jetzt so sehr ans Bein pissen, weil der das Gespräch zwischen den beiden online gestellt hat? Und triggert dich das jetzt echt so sehr, dass der AfD-Politiker einfach weitaus weniger schlimm rübergekommen ist, als du dir das vielleicht erhofft hast? Und Leroy, der böse Schlingel, ihm auch noch eine Bühne geboten hat, bei der Politiker nicht wie geil rufend rumgegrölt hat? Und willst jetzt halt deine Zuschauer ganz sachlich und nüchtern darin unterrichten, warum man Leroy das nicht durchgehen lassen darf, ja? Sorry, das ist halt einfach extrem peinlich, Karl. Und all das nur, weil jemand in einem Diskurs eine Bühne geboten wird, dessen Meinung du nicht teilst. Und das stört dich einfach so unfassbar, dass du jetzt den gesamten Kanal in Verruf bringen willst. Das ist einfach mal Kontaktschuld vom Herrn. Blinde Zerstörungswut. Und das Traurige dabei ist halt, du selber wirst wahrscheinlich nicht mal im Ansatz checken, wie radikal das ist. Ja, wo wir dann jetzt nämlich auch bei der Radikalisierung sind. Denn selbst so ein Mainstream-Kanal wie der von Leroy triggert bei dir den Faschismusbegriff. Bei Meinungen gibt es immer die Möglichkeit, darüber zu debattieren, zu diskutieren oder anderer Meinung zu sein. Das ist vollkommen legitim. Und in diesem Fall haben wir keine Meinung, sondern eine Lebensrealität, eine Identität. Und wenn Leroy sagt, wir treffen zwei Meinungen aufeinander, dann legitimiert er, ihn die Identität abzusprechen. Und das ist hochgradig faschistisch. Das hat nichts mit Meinung zu tun oder mit öffentlich-rechtlicher Aufklärungsarbeit, was wir nicht vergessen dürfen, weil das ist ja nicht öffentlich-rechtlich. Also das soll dein Maßstab von faschistisch sein, Karl, ja? Ernsthaft? Menschen, die freiwillig miteinander reden. Was du tust, ist meiner Meinung nach nur noch räudige Verharmlosung von echtem Faschismus. Das Ding ist halt, du hast dich in deiner Bubble einfach nur noch radikalisiert. Und der momentane journalistisch-mediale Zeitgeist bietet Menschen wie dir einfach keinen Ankerpunkt mehr, sodass ihr euch daran auch nicht mehr repositionieren könnt. Das, was ich jetzt zusammengeschnipselt habe, entstammt aus einer einzigen Reaction zu Leroy, einem 30-Minuten-Video und, keine Ahnung, anderthalb Stunden Reaction oder so. Und was du in dieser einen Reaction abgelassen hast, ist so unfassbar. So viel Hass, so viel Menschenverachtung, so viel Abscheu habe ich, unironisch, bis dato auf YouTube nicht gesehen. Noch nie. Naja, schauen wir uns einfach mal an. Ach ja, ich lasse die Zusammenfassung durchlaufen, falls das jemand am Stück haben will. Die Reihenfolge ist dabei leicht angepasst, aber alles aus dieser einen Reaction und vermutlich nicht einmal vollständig, weil mir am Ende die Zeit gefehlt hat. Also, viel Spaß. Erzähl mir, wie es zur Akzeptanz von Menschen beiträgt, wenn ich einen fucking Nazi dahin stelle und fucking Nazis Paroli zu bieten. Da müsste stehen Neonazi.
Oder Faschistenschwein. Dieses Argumentum ad naturam, das wo alle Nazis mitkommen. Das ist fucking Nazi-Sprech. Das ist einfach nicht natürlich. Trans-Menschen gibt es länger, als es Nazis gibt. Nur um da mal ein bisschen das Ganze richtig zu stellen. Ne? Die ersten Aufzeichnungen von Trans-Menschen sind sehr viel älter als die ersten Aufzeichnungen von Nazis. Hier spricht ein fucking Neonazi. Das ist doch keine Meinung! Das sind keine unterschiedlichen Meinungen! Das ist eine Frau und ein fucking Neonazi! Und ich treffe auf. Und heute packe ich mal jemanden dazu, und zwar einen Neonazi, und von einem Neonazi attackieren lassen. Was? Leroy ist super und du regst dich mal wieder künstlich auf, dass es auch noch Formate mit Meinungsfreiheit gibt. So, und jetzt bann mich. Ja, Alter, weißt du was? Du bist mir noch nicht mal den Bannklick wert, Alter. Du bist eine lächerliche, kümmerliche Nazi-Sau. Du hast wirklich Nazis. Ey, deswegen, ich habe ein großes Problem, Nazis überhaupt zu plattformen oder denen irgendwie eine Bühne zu bieten oder mit denen zu sprechen. Und ja, ich beziehe da, ich sage es jetzt hier, AfD-Politiker sind fucking Neonazis. Das ist eine scheiß Faschistenpartei. Jeder, der diesen Drecksladen wählt, ist ein Faschist oder Faschistenfreund. Und jeder, der so eine beschissene Deutschlandflagge auf seinem Billiganzug trägt, der ist sowieso ein fucking Neonazi. Und die gehören nicht geplattformt, die gehören boykottiert, die gehören ausgegrenzt, die gehören irgendwie in irgendwelche Löcher getrieben. Du bist ein cis-hetero-Neonazi. Alter, Transmenschen brauchen nicht dein Mitleid. Transmenschen brauchen eine Gesellschaft, wo Menschen wie du nicht mehr existieren. Das ist der fucking hard-spoken truth, mein Freund. Wenn du wirklich mitleidig bist oder Empathie hast, dann buddel dich irgendwo ein. Und jetzt halten wir es für eine gute Idee, eine Frau mit einem Neonazi in so ein Format zu knallen. Und bei aller Liebe, ich hasse es wirklich, so einen fucking Neonazi hier zu sehen, wie er da sitzt und einen auf respektvoll macht, während er mit einer Frau spricht, die er am liebsten töten wollte. Und das ist ein fucking Fascho, die wollen dagegen vorgehen, der hat hier nichts zu sagen. Arme Kind, ey. Stell dir vor, du musst einfach in einem Haushalt aufwachsen und dann kommt so ein Kraftsport-Neonazi. Alter, dein Kind ist damit belastet, dass es einen fucking Neonazi als Vater hat. Nazis machen das sehr gerne, auch im Bundestag passiert das übrigens, am laufenden Band. Oh, die. Ja? Das checkt er, das geht nicht in sein dummes Neonazi-Hirn rein. Das versteht er einfach nicht. Aber spätestens da schmeiß ich den Neonazi doch vor die Tür. Gib mir mein Ansteckmikrofon und verpiss dich einfach, Neonazi. Raus hier, ganz schnell. Der Unterschied ist, dass er Neonazi in einer Faschistenpartei ist. Es sei denn, du schenkst ihnen Visibility, indem du sie mit einem Neonazi in so einen Scheißraum stellst. Warum sitzt denn du als straffer Neonazi da in einem blauen Anzug und berichtest im ersten Satz davon, dass du Kraftsport machst? Niemand auf diesem Planeten sollte respektvoll mit dir sprechen. Niemand. Absolut niemand. Du bist ein Fascho und ein Neonazi und Respekt hast du dir aufgrund deiner Parteimitgliedschaft einfach nicht verdient. Hast du nicht. Gibt es nicht. Du gehörst angespuckt von jedem, der dich sieht. Wir nicht den fucking Faschos hier das alles überlassen. Mehr nicht. Und wenn du einen fucking Neonazi einlädst und an den fucking Neonazi, lösch dich einfach, schäm dich einfach, schäm dich. Ich will dich nicht anfeinden, aber ist immer eine Anfeindung. Du willst ein Beispiel, alles klar. Ich will dich nicht anfeinden, aber für mich bist du ein scheiß Neonazi und gehörst in Löcher getrieben. Okay, Karl, rund 30 Mal Nazi und Neonazi und sowas. Daneben Angriffe, Faschistenzwoin, Nazisoi, Fascho und so weiter. Umgerechnet auf das 30-minütige Ursprungsvideo hast du nun knapp alle 50 Sekunden sowas wie Nazi, Fascho, Neonazi und so weiter rumgegrölt. Dazwischen hast du zweimal erwähnt, dass Menschen wie er in Löcher getrieben gehören. Karl, was macht man denn mit Menschen, die man in Löcher getrieben hat? Was haben denn die Kommunisten gemacht, nachdem sie Menschen in Löcher getrieben haben? Ja, genau. Was haben denn Nazis mit Menschen gemacht, die sie in Löcher getrieben haben? Ja, genau. Das, was du hier vom Stapel gelassen hast, ist so weit weg von irgendeiner auch nur ansatzweise diskutablen Position, dass mich dein Scheiß an Straight-Up-IS-Kommunikation erinnert. Karl, du wirfst anderen Hass vor und bist im ganzen Video, in deiner eigenen Reaction, das mit Abstand hasserfüllteste Element, was man sich vorstellen kann. Du redest davon, dass ein Mensch, dessen Meinung du ablehnst, nicht existieren sollte, dass er angespuckt gehört. Was verbirgt sich denn hinter, du sollst nicht existieren? Hinter der Dialektik, dass ein Mensch wechseln soll. Ja, genau. Merkst du nicht, dass deine eigene Dialektik irgendwo zwischen Drittem Reich und IS stattfindet? Und Karl, all das wird für mich nur noch von einem einzigen Fakt überboten. Dass dir dabei teilweise tausende Menschen zuschauen, einige davon sogar deine Worte bejubeln, dich dabei anfeuern. Im Gespräch mit Holger sagtest du noch, dass du als Creator Verantwortung für deine Zuschauer hast. Karl, dann nimm diese Verantwortung wahr. Ich glaube, du bist dir nicht mal mehr im Ansatz im Klaren, wie hart du dich radikalisiert hast. Und so jemand wie du setzt sich dann auch noch mit anderen Linken in den Podcast und will allen Ernstes über das Thema Rechtsruck reden? Findest du das nicht witzlos? Ist das wirklich dein Ernst, Karl? Leute, diskutiert miteinander. Anstelle davon zu reden, dass euer Gegenüber in Löcher gehört, nicht existieren sollte oder keinen Wert hat, nur weil ihr es anders seht und Gegenmeinungen ihre Legitimität absprechen wollt. Und am Anfang deiner Reaction zu Leroy steigst du noch mit einem vermeintlichen Witz ein.
Also wir sind jetzt noch nicht in dem Bereich, wo dann auch Leute zuschauen, die das ein bisschen mehr mittig sehen. So, hier ist die linksextreme Front. Die Rotfront ist gerade da. Karl, der Witz, sich als extrem darzustellen, liegt darin, es eigentlich nicht zu sein. Das ist Realsatire, was du machst. Während du zum Beispiel im Gespräch mit Holger Podcasts wie die Honigwabe als rechtsextrem oder rechtspopulistisch bezeichnest und die Macher des Podcasts als Nazis betitelst. Die Leute, die ich als Nazis bezeichne, sind Menschen, die Content-Kreatoren bewusst nicht gegendert in diesem Fall, wie der Vulgäranalyse, Kaspar Kars, Achse Ost-West, diese ganze rechtspopulistische Schiene. Diese Leute, Rechtspopulist, das ist nicht Nazi, das ist ein Unterschied. Wenn die Rechtsextreme sind, mit dem, was sie da sagen, welche Begrifflichkeit müsste man für Menschen auf dem rechten Spektrum finden, die so etwas sagen wie du, Karl? Du scheinst halt nicht mal mehr zu erkennen, dass das, was du bei anderen als extrem ansiehst, bei dir selber teilweise um ein Vielfaches radikaler ist. Und stellen wir uns jetzt alle mal deinen Stream mit anderen Vorzeichen vor. Also das, was du hier abgeliefert hast, von einem politischen Spiegelbild. Es wäre undenkbar. Mir fällt nichts Vergleichbares ein. Selbst ein Mix aus, keine Ahnung, Dennis Ingo Schulz und Abul Bara wäre dagegen Kinderkanal. Tun wir mal so, als hätte Leroy, weiß ich nicht, eine Tradwife und einen Linken oder Moslem eingeladen. Und der Radikal, dein böser Stiefbruder, würde darauf reagieren und im Minutentakt sowas wie Zecke, Filz, Schmutz. Da läuft ein Neger mit der Fackel rum. Linksfaschist, Kakerlake, Ölauge, was auch immer krakeln. Dem würde das SEK die Tür noch während des Streams eintreten. Und ernsthaft, Karl, wie tief dein Hass, deine Abneigung, deine Radikalität hier zum Vorschein kommen, zeigt sich ja unter anderem auch darin, was in deinem Kopf passiert, wenn du dir die Gedankengänge derer vorstellst, die du als Nazi bezeichnest. Und bei aller Liebe, ich hasse es wirklich, so einen fucking Neonazi hier zu sehen, wie er da sitzt und einen auf respektvoll macht, während er mit einer Frau spricht, die er am liebsten töten wollte. Was für eine unfassbare und widerliche Unterstellung. Mal ernsthaft, das kannst du doch nicht wirklich glauben, oder? Ich werde drüber hinwegkommen. Ich weiß, dass du drüber hinwegkommen wirst. Du hast ja die Honigwabe, bei der du regelmäßig auftreten kannst. Kann man sich wieder über ein paar Ausländer lustig machen, ne? Begrüßt ihr euch eigentlich hinter der Kulisse mit Sieg Heil oder macht man das ein bisschen anders bei der Honigwabe? Ja, das kommentiert sich ja selber, was du da jetzt vom Stapel lässt. Wenn deren Podcast auf deinem Level der Dialektik wäre, dann müssten sie über Stunden Dinge sagen, die ich jetzt bewusst nicht erwähne, damit ich mich nicht strafbar mache, was eigentlich schon für sich alleine sprechen sollte. Aber das Traurige daran ist ja, ich kann dir nicht einmal alleinig die Schuld daran geben, wie hart du abgedriftet bist. Denn du, Karl, du bist auch nur ein Symptom eines komplett aus dem Ruder gelaufenen Overton-Fensters. Gerade weil insbesondere in den Medienhäusern jegliches Gleichgewicht verloren gegangen ist. Und das Beste ist, ihr seht euch selber ja nicht einmal als radikal, sondern als eine vernünftige und notwendige Stimme. Aber mal ernsthaft, wenn beispielsweise eine Bosetti, bezahlt von der Allgemeinheit, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk davon spricht, dass ihre politischen Kontrahenten mit Blinddärmen gleichzusetzen sind. Blinddärme, die nicht essentiell für das Gesamtsystem sind. Und naja, was macht man denn mit entzündeten Blinddärmen? Ja, genau. Oder wenn über die Tagesschau offen darüber geschrieben wird, dass konträre Positionen als rassistische Ratten bezeichnet werden, die man in ihre Löcher zurückprügeln sollte. Und final Content-Creator wie du, Karl, die unter Zurufen von Hunderten davon reden, Menschen in Löcher zu treiben. So wie einst Kommunisten und Nazis das mit ihren Feinden gemacht haben. Wenn das alles nicht radikal ist, dann will ich nicht wissen, was erst in euren Köpfen vorgeht, sobald ihr euch wirklich radikalisiert habt. Ciao.